Fleisch oder nicht Fleisch? Das ist hier die Frage. Fleisch schmeckt immer gut. Ist das echte Fleischwurst? Wenn ich Ihnen jetzt sage, da ist überhaupt kein Fleisch drin, was sagen Sie dann? Fleischliebhaber Björn Freitag wagt sich in die Welt der Fleischersatzprodukte. Gut, ich glaube, das ist was für ein Vorkoster. Tofu auf dem Prüfstand. Wie schmeckt's dem Sternekoch? Der auch schmeckt nach nix. Fleischersatz aus deutschen Landen. Der Vorkoster entdeckt Erstaunliches. Das ist ja echt unglaublich. Das ist ja genau wie in der Käseproduktion. Und Vegan-Koch Attila Hildmann überzeugt den Sternekoch. Da könnte ich jetzt auch noch einen zweiten Teller von essen. Björn Freitag ist der Vorkoster. Er ist Restaurantbesitzer, Küchenchef, Kochbuchautor und verantwortlich für das Essen der Kicker von Schalke 04. Seit 2001 ist Björn Freitag Sternekoch. Gutes Essen ist seine Passion. Ein gutes Stück Fleisch. Für die meisten Menschen der Mittelpunkt einer leckeren Mahlzeit. Das gilt eigentlich auch für Björn Freitag. Weißwürstchen, Schnitzel, Bolognese, das sieht doch alles lecker aus, oder? Aber alles, was Sie hier sehen, ist gar kein echtes Fleisch. In diesem vegetarischen Restaurant, da steppt mittags wirklich der Bär. Denn sich fleischlos zu ernähren, liegt im Trend. Etwa die Hälfte der Deutschen verzichtet an 3 oder mehr Tagen in der Woche auf Fleisch. Und Hersteller von Fleischersatzprodukten verzeichnen Umsatzsteigerungen von bis zu 40%. Immer mehr Menschen wollen hin und wieder mal auf Fleisch verzichten. Und für die gibt es eine riesige Palette an fleischlosen Alternativen. Aber was davon schmeckt wirklich gut? Und wie gesund sind Tofu und Co. wirklich? Das will ich heute herausfinden. Ich selber muss ja sagen, ich esse gerne Fleisch und stehe Tofu und Co. eher skeptisch gegenüber. Also diese Recherche jetzt wird ein richtiges Abenteuer für mich. Bevor er sich ins Abenteuer stürzt, will Björn Freitag herausfinden, was der Verbraucher von Tofuwurst und Co. hält. In der Dorstener Fußgängerzone bietet er vegetarische Mortadella, Fleischwurst und Leberkäse an. Dass es sich um falsche Wurst handelt, verrät er aber nicht. Ja, Björn Freitag von WDR, haben Sie Lust, mal ein Stückchen zu probieren? Gerne. Ja? Genau. Müssen Sie mir auch sagen, wie schmeckt. Gut, ja. Wie schmeckt das? Angenehm. Ja. Vom Gewürz her nicht zu sehr. Aha. Insofern sehr gut. Fleisch schmeckt immer gut. Schmeckt auf jeden Fall gut. Ja? Ist das echte Fleischwurst? Ich glaube, nein. Warum? Vom Geschmack her. Wenn ich Ihnen jetzt sage, das ist gar keine Fleischwurst, da ist überhaupt kein Fleisch drin, was sagen Sie dann? Das heißt, Sie haben jetzt kaum einen Unterschied geschmeckt? Kaum. Echt? Schmecken Sie einen Unterschied zu Mortadella? Eigentlich kaum. Vielleicht ein bisschen weniger ja. Fett. Ich hab mir absolut fleischlos. Ich habe mir wirklich gedacht, wo es ein bisschen schon so aussieht. Jetzt probiere ich aber auch mal. Okay. Jetzt wird's spannend, ne? Für Sie auch noch mal? Nee? Das schmeckt aber wirklich direkt wie Fleischwurst. Ja? Mhm. Wonach schmeckt das denn? Na, Fleischwurst. Aha. Und wenn ich Ihnen sage, das ist gar keine Fleischwurst, das hat noch nie ein Stück Fleisch gesehen, was sagen Sie dann? So, trotzdem okay? Dann würde ich sagen, gute Gaumenverrasche. Ist schon wirklich erstaunlich. Vielen hat es gut geschmeckt und die meisten haben überhaupt keinen Unterschied zur normalen Wurst gemerkt. Im Geschmack hat die vegetarische Wurst schon mal gut abgeschnitten. Aber woraus bestehen vegetarische Lebensmittel und wo kann man sie kaufen? Björn Freitag macht sich in einem Bonner Supermarkt auf die Suche. Ist eigentlich ein kleiner Supermarkt hier, aber dafür haben die schon eine riesen Tofu-Auswahl. Ich sehe sogar hier, das finde ich ja witzig, Tofu-Frikadellen. Ohne Fleisch. Frikadellen, Schnitzel, Bio-Tofu, gehacktes, auch witzig für eine Bolognese. Im Supermarktregal sind fleischlose Alternativen längst angekommen. Es gibt sowohl Bio- als auch konventionelle Produkte. Von Tofu bis Fastfood ist hier alles zu kriegen. Ob die großen Discounterketten den Trend auch schon gewittert haben? Der Vorkoster vermutet die Ware auch hier im Kühlregal und wird prompt fündig. Die Auswahl ist zwar etwas kleiner als im Supermarkt, dafür sind hier alle Fleischersatzprodukte Bio. Tofu kommt ursprünglich aus Asien. Deswegen schaut der Vorkoster auch noch in einem Asiasupermarkt nach fleischlosen Produkten. Also das ist ja witzig hier. Das ist vegetarische Ente. Das sieht doch aus wie Entenbrust. Oh Gott. Oh.
Gut, ich glaube, das ist was für ein Vorkoster. Das ist ja unglaublich. Und das gleiche gibt es auch noch als Hühnchen. Oh mein Gott. Im selben Regal ein eher konventionelles Sojaprodukt. Ah, und das ist jetzt hier Tofu in Lake. Aber die Kennzeichnung macht den Vorkoster stutzig. Da lese ich jetzt auch was ganz Interessantes. Hier steht nämlich dick drauf, dieses Produkt enthält genetisch modifiziertes Soja. Ist ja auch nicht ganz unumstritten. Also das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Ob das gesund und vor allem erlaubt ist, dem wird Björn Freitag später nachgehen. Zunächst wirft er noch einen Blick in den Biomarkt und ist endgültig überwältigt. Also das muss man sich jetzt mal vorstellen, das alles hier im Biomarkt ist Fleischersatz. Deshalb steht hier auch überall drauf, wie Geflügelwurst, wie feine Mortadella. Das Angebot ist hier mit Abstand am größten. Björn Freitag nimmt sowohl Tofu als auch andere Fleischalternativen und vor allem jede Menge vegetarische Fertigprodukte mit. Mit den Einkäufen geht es in die Vorkosterküche. Dort sortiert Björn Freitag alles nach Produktgruppen. Er hat Naturtofu gekauft, bearbeiteten Tofu, den Fleischersatz Seitan sowie Tempeh, fleischlose Fertigprodukte und Fleischimitate. Gerade Convenience-Produkte habe ich in Hülle und Fülle gefunden. Und die schaue ich mir jetzt mal genauer an. Und da sind, wie bei vielen anderen Convenience-Produkten auch, riesen Zutatenlisten. Das heißt eigentlich nichts Gutes. Also ich sehe auch so Sachen wie Hefeextrakt. Und das ist immer so die Sache, ob man das wirklich braucht. Das finde ich zum Beispiel auch lustig, dass hier Garnelen imitiert werden. Die sind auch ganz fest, also wie Gummi. Ich stehe halt Convenience-Produkten grundsätzlich kritisch gegenüber, egal ob mit oder ohne Fleisch. Ich frage mich schon, wenn man vegetarisch essen will, warum kauft man dann Produkte, die Fleisch imitieren? Das hier ist auch nochmal ein Fleischersatz, das nennt sich Seitan. Seitan besteht aus Weizeneiweiß, Vollkornmehl und Sojasauce. Sieht halt aus, ja, wie so ein bräunlicher Klumpen. Und hier haben wir noch Tempeh, habe ich auch noch nie vorher gesehen. Sieht so aus wie so eine körnige Masse. Kann man angeblich in Scheiben schneiden und anbraten. Besteht aus Sojabohnen und Apfelessig. Und da ist auch noch ein Edelschimmelpilz mit drin. Also bin ich erstmal skeptisch gegenüber und muss ich einfach später mal ausprobieren. Mit Fleischimitat und Convenience-Produkten beschäftigt sich der Vorkoster später. Bis dahin lagert er die verderblichen Lebensmittel im Kühlschrank. Denn jetzt möchte er den vegetarischen Klassiker unter die Lupe nehmen, Tofu. Tofu ist ja das bekannteste Fleischersatzprodukt und da schaue ich mir jetzt mal genauer an, was da so drin ist. Und es besteht aus Sojabohnen, Wasser und einem Gerinnungsmittel. In dem Fall hier ist das Nigari. Magnesiumchlorid. Mich interessiert ja auch immer in den Zutatenlisten, was da an erster Stelle steht. Und bei dem Produkt sind es wirklich Sojabohnen. Also es besteht zu 67% aus Sojabohnen. Danach kommt Wasser. Und hier, da ist es echt witzig, weil da sind nur 17% Sojabohnen drin und da steht Wasser an erster Stelle. Auch der Tofu aus dem Biomarkt besteht in erster Linie aus Wasser. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt ein Qualitätsvorteil ist. Da muss ich mir vielleicht einfach mal die Produktion anschauen. Jetzt komme ich mal zu den bearbeiteten Tofus und das sieht eigentlich ganz lecker aus hier. Räuchertofu hat halt so eine dunkle Rinde, wie ähnlich wie ein gereifter Käse. Und besteht zu 62% aus Sojabohnen und ja, ist in der Tat, wird es geräuchert, also Rauch ist mit in der Zutatenliste. Und hier, das sind jetzt zum Beispiel bearbeitete Produkte mit Tomaten und Oliven. Bei dem Produkt hier, das ist so, ja, Tofu in Lake mit Chili. Da ist mir beim Einkauf aufgefallen, dass es sich um ein gentechnisch manipuliertes Produkt handelt. Und dem muss ich natürlich auch nachgehen. Ja. Jetzt interessiert mich mal, wie so unverarbeiteter Tofu schmeckt, also ganz Natur. Und den werde ich jetzt mal probieren. Fleischliebhaber Björn Freitag macht den Test. Er nimmt sich den Bio-Tofu aus dem Discounter für 1,79 Euro vor. Den konventionellen Tofu aus dem Supermarkt ebenfalls für 1,79 Euro. Und als drittes das Bio-Produkt aus dem Bioladen für 1,99 Euro. Das wichtigste Kriterium neben Konsistenz, Geruch und Aussehen ist natürlich der Geschmack. Jetzt muss ich probieren. Und da bin ich mal echt gespannt, wobei ich jetzt keinen großen Geschmack erwarte. Es ist ja schließlich unverarbeitet.
Als erstes probiert der Vorkoster den Bio-Natur-Tofu aus dem Bioladen. Ja, schmeckt nach nix. Jetzt ist der konventionelle Tofu aus dem Supermarkt dran. Schmeckt auch nach nix, aber ist etwas zarter von der Konsistenz her. Als letztes wagt sich der Vorkoster an den Bio-Tofu aus dem Discounter. Und der schmeckt wirklich, Entschuldigung, aber schmeckt wie ein Gummiklumpen. Geschmacklich zusammenfassend muss ich sagen, unmariniert sind die alle geschmacklos, aber von der Konsistenz hat mir der hier aus dem Supermarkt am besten gefallen. Ich bin wirklich überrascht von der großen Vielfalt an Tofu-Produkten oder generell an fleischlosen Produkten. Nur jetzt frage ich mich, was bringt uns das, wirklich auf Fleisch zu verzichten? Im Internet findet der Vorkoster etliche Organisationen, die sich mit den Auswirkungen von Fleischkonsum und Massentierhaltung beschäftigen. Dass der übermäßige Verzehr von rotem Fleisch Krankheiten auslösen kann, hat Björn Freitag bereits erfahren. Aber auch die Folgen für die Umwelt sind ein Argument gegen Fleischkonsum. Bei der Tierhaltung entstehen Gase mit Treibhauswirkung, die CO2-Bilanz ist schlecht. Tierschützer bemängeln die intensive Mast als nicht artgerecht. Der Verbrauch von Ressourcen wie Wasser, Futtermittel und Ackerfläche ist immens. Beispiel: Die Menge an Getreide und Soja, die an ein Schwein verfüttert wird, hat etwa den sechsfachen Kaloriengehalt des Endprodukts Schweinefleisch. Das heißt, 83% der eingesetzten Nahrungskalorien gehen in der Fleischproduktion verloren. Doch ist Fleischersatz die bessere Alternative? Wie gut ist Soja und wie hoch ist die Gefahr von genmanipulierten Produkten? Der Vorkoster macht einen Termin im Labor und er stellt bei allen Tofu-Produzenten eine Drehanfrage, um sich die Herstellung von Tofu und Co. anzusehen. Bis die Antworten eintreffen, will Björn Freitag herausbekommen, wie gesund fleischlose Ernährung ist. Alternativen zu Wurst und Fleisch gibt es jede Menge. Aber im Fleisch sind auch viele Vitamine, Eiweiß und Eisen enthalten. Kann ich mich also überhaupt rein vegetarisch oder vegan ernähren, ohne Mangelerscheinungen zu bekommen? Der Vorkoster trifft den Ernährungswissenschaftler Dr. Markus Keller vom Institut für alternative und nachhaltige Ernährung in Gießen. Dr. Keller forscht seit Jahren zum Thema vegetarische Ernährung. Herr Dr. Keller, wie gut kann man sich ohne Fleisch ernähren? Das kann man, wenn man es richtig macht, sehr gut machen. Das zeigen die wissenschaftlichen Studien der letzten 10, 20 Jahre. Wer sich vernünftig vegetarisch ernährt, der hat ein geringeres Risiko für viele chronische ernährungsbedingte Krankheiten. Diabetes Typ 2, Übergewicht, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sogar verschiedene Krebserkrankungen. Aha. Und besteht nicht die Gefahr von Mangelerscheinungen, wenn man komplett auf Fleisch verzichtet? Nein. Es besteht keine Notwendigkeit, Fleisch zu essen. Alle Nährstoffe, die im Fleisch drin sind, kann ich wunderbar über pflanzliche Lebensmittel aufnehmen. Ich muss natürlich die Ernährung ein bisschen anders zusammenstellen, um da eine vernünftige, vollwertige vegetarische Ernährung dann zu haben. Also diese Pyramide haben wir entwickelt für Verbraucher, um zu zeigen, wie kann ich denn jetzt eine gesundheitsfördernde, vollwertige vegetarische Ernährung zusammenstellen. Die breiteren Bereiche bedeuten, dass ich diese Lebensmittelgruppen etwas häufiger essen sollte. Also erstmal angefangen natürlich bei dem Wasser. Und dann ist die wichtigste Gruppe hier unten das Gemüse. Das soll die größte, mengenmäßig die größte Gruppe sein, 400 Gramm pro Tag. Das Obst daneben und dann kommen Vollkornprodukte, Kartoffeln. Und hier wäre dann die sogenannte Eiweißgruppe. Also das ist am ehesten das, was vorher das Fleisch war sozusagen. Hier sind dann Hülsenfrüchte drin. Hier sind dann aber auch die traditionellen Sojaprodukte, Tofu, Tempeh und ähnliches. Oder auch modernere Produkte wie eben Weizen-Eiweißprodukte, texturiertes Sojaprotein und solche Dinge. Fleisch sollte ja, wie das heute empfohlen wird, auch eher Beilage sein und nicht Hauptbestandteil der Mahlzeit. Aber so ist es ja leider. Ne? Und genauso sollte man dann auch mit diesen pflanzlichen Eiweißprodukten umgehen. Das ist eine Ergänzung des Speiseplans. Das kann man einbauen, das muss man nicht. Und vor allem, wenn man es einbaut, eben doch in nicht so großen Mengen. Wie viel Eiweiß braucht denn unser Körper so pro Tag oder pro Woche? Also die Empfehlung liegt bei etwa 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also wenn wir jetzt einen Mann nehmen, der 80 Kilo wiegt, dann wären das etwa 64 Gramm pro Tag. Mhm. Tatsächlich essen Männer aber in Deutschland im Schnitt um die 90 Gramm pro Tag. Viel zu viel. Und es ist nicht notwendig. Es hat auch teilweise ungünstige Auswirkungen, weil eben viele
Eiweiß aus tierischen Lebensmitteln kommt. Und die haben Begleitstoffe, gesättigte Fettsäuren, generell sehr viel Energie, Fettgehalt, die eher ungünstig einzustufen sind. Sie haben jetzt da das Schweinefleisch aufgebaut. Das hat so, schätze ich mal, 100 Gramm. Was haben Sie da drumherum aufgebaut? Ich habe jetzt mal ein paar andere Lebensmittel dazu gestellt, die auch jeweils 100 Gramm wiegen. Und dann kann man schön sehen, wie welche Menge denn etwa genauso viel oder sogar noch mehr zum Beispiel Eiweiß enthält. 100 Gramm Schweinefleisch enthalten 22 Gramm Eiweiß und 1,7 Milligramm Eisen. Mit der gleichen Menge Tofu nimmt man zwar nur 9 Gramm Eiweiß zu sich, dafür aber 5,4 Milligramm Eisen. Wer 100 Gramm Linsen isst, nimmt 24 Gramm Eiweiß zu sich und der Eisengehalt ist mit 8 Milligramm viermal höher als beim Fleisch. Selbst 100 Gramm Haferflocken enthalten 13 Gramm Eiweiß und sind mit 5,1 Milligramm ein super Eisenlieferant. Außerdem sind in den pflanzlichen Produkten etliche Vitamine der B-Gruppe enthalten. Es gibt also gute Fleischalternativen. Aber welche ist jetzt die beste? Jetzt sehe ich da auch ein Stück Tofu. Wie gesund ist denn Tofu genau? Tofu, wie auch andere traditionelle Sojaprodukte, sind fettarm, enthalten günstige Fette, also ungesättigte Fettsäuren, enthalten bestimmte Vitamine, Mineralstoffe, auch Ballaststoffe. Das ist alles erwünscht und gleichzeitig sind sie energiearm und fettarm. Das ist günstig. Zum anderen haben beispielsweise auch Tofu bestimmte sekundäre Pflanzenstoffe, diese Phytoöstrogene. Was bewirken die? Die zeigen in Bevölkerungsstudien, dass beispielsweise in Asien, wo eben sehr viel dieser Produkte gegessen werden, die Frauen seltener an Brustkrebs erkranken. Und dieses Östrogen gibt es im Fleisch nicht? Genau, das ist ein pflanzliches Östrogen. Vegetarier leben aber jetzt nicht nur deswegen im Schnitt gesünder, weil sie kein Fleisch essen, sondern weil sie eben gerade diese gesundheitsfördernden pflanzlichen Lebensmittel mehr essen. Das ist so ein wichtiger Punkt. Sie haben mich auf jeden Fall überzeugt, dass es sehr gesund ist, oder es hört sich zumindest sehr gesund an. Vielen Dank, Herr Dr. Keller. Ja, alles Gute. Tschüss. Bei der fleischlosen Ernährung kommt es also auf die Mischung an. Aber natürlich spielt auch die Verarbeitung der Produkte eine Rolle. Deshalb schaut Björn Freitag jetzt nach, ob ihm die angefragten Tofu-Hersteller geantwortet haben und er eine Produktion besichtigen kann. Ich bin sehr angenehm überrascht, dass ich von allen drei Herstellern Zusagen bekommen habe. Und auf jeden Fall werde ich mir Taifun und Tofu-Town angucken, denn die produzieren viele Convenience-Produkte, unter anderem Viana und Bio-Bio. Als erstes fährt der Vorkoster zu Tofu-Town. Dort werden Bio-Produkte sowohl für Discounter und Supermärkte als auch für Bioläden produziert. Ich bin jetzt hier mitten in der Eifel und habe hier ein großes Industriegebiet. Und da hinten, das ist Tofu-Town. Oh, für einen Biobetrieb, finde ich, sind die aber ganz schön groß. Der Vorkoster möchte herausfinden, wie der Naturtofu hergestellt wird, den er im Discounter gekauft hat. Björn Freitag hat beim Chef Bernd Rosin einen Termin. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo, Björn Freitag von WDR. Hallo, Bernd Rosin. Herr Rosin, wir hatten Kontakt per E-Mail. Richtig, genau. Ich habe Ihre Produkte mal im Biomarkt gekauft. Okay, und überlebt. Und überlebt. Und okay. Ja, mich freut das jetzt sehr, dass ich mir das anschauen darf. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Alles klar. Bernd Rosin stellt seit 1981 Tofu-Produkte her. Mittlerweile laufen bei ihm etwa 200 vegetarische Produkte übers Band. In zwei Fabriken beschäftigt er 200 Mitarbeiter. So, das sind also die Sojabohnen hier. Genau, das sind Sojabohnen, die werden also erst gewaschen und dann mit Wasser eingeweicht. Wo kommen die her, die Sojabohnen? Ja, die kommen jetzt, das sind italienische Sojabohnen, die wir da haben, und österreichische. Ja. Und wir setzen auch Sojabohnen ein, relativ viele aus der inneren Mongolei. Aha. Aber steckt da noch so ein Bio-Gedanke dann dahinter, wenn man Sojabohnen so weit her importiert? Der steckt dahinter. Also die wir da von weit importieren, die sind auch noch fair zertifiziert. Okay. Und man muss ja sehen, dass wir in Deutschland ganz viel Soja sowieso importieren für die Fleischindustrie. Das ist ja, Tofu machen ist ein sehr ökonomischer, wirtschaftlicher Prozess. Ja. Wir machen aus einem Kilo Sojabohnen ungefähr 1,5 Kilo Tofu. Und die Fleischindustrie macht aus einem Kilo Sojabohnen 20 Gramm Fleisch, 30 Gramm Fleisch, 40 Gramm Fleisch. Das heißt, wir haben dieses Importthema sowieso. Ja. Tofu ist ein sehr, sehr ökologisches und sehr, sehr ökonomisches Produkt. Woher weiß ich als Verbraucher, dass sie nicht gentechnisch manipuliert sind? Wir setzen nur Bio-Sojabohnen ein und müssen kontrollieren, ob es da sogenannte Spurenverunreinigungen gibt. Das heißt, über Erntemaschinen, über Absackanlagen,
über LKWs, über Speditionen. Und das machen wir mit einer sogenannten PCR-Analyse, Polymerase Chain Reaction. Das ist so ähnlich wie im Tatort, diese DNA-Analysen. Das heißt also, wir gucken, ob das DNA dieser gentechnisch manipulierten Sojabohne sich in Spuren auch in unseren Produkten, in unseren Soja-Ausgangsprodukten befindet. Werden da Stichproben genommen? Ne? Da werden aus jedem Big Pack werden Stichproben genommen. Das machen wir sehr gründlich, weil unser Markt und auch wir selber da sehr stark daran interessiert sind, dass da das wirklich möglichst frei ist. Und wenn wir was finden, dann wird es auch zurückgeschickt. Tofu Town gibt für diese Untersuchungen jährlich etwa 200.000 Euro aus. Ist die Bohne in Ordnung, wird sie nach dem Einweichen püriert und in Wasser aufgekocht. Übrig bleibt ein Faserstoff und Sojamilch. Die Faser verwendet Bernd Rosin bei der Herstellung seiner Fertigprodukte weiter. Aus der Milch gewinnt er den Rohtofu. Ganz ähnlich wie in der Käseproduktion wird der Sojamilch ein Gerinnungsmittel zugesetzt. Es heißt Nigari und ist ein Meersalzextrakt. Dadurch flockt das Sojaeiweiß aus und eine Art Quark entsteht. Das ist ja echt unglaublich, das ist ja genau wie in der Käseproduktion. Das ist sehr ähnlich, also es wirkt so ein bisschen wie Hüttenkäse. Und wir pressen hier noch die Restmolke raus. Das heißt, wir pressen diese Ausflockung, diese Eiweißausflockung zu einem Kuchen. Außer Sojabohnen enthält dieser Tofu lediglich Wasser und Gerinnungsmittel. Er ist ein reines Naturprodukt. Die ganze Herstellung dauert nur etwa 20 Minuten. Ja, hier haben wir dann diese weißen Backsteine. Also hier, das ist schon das fertige Produkt. Das ist das komplett fertig, wird nur noch verpackt. Ich habe mir verschiedene Packungen angeguckt und verschiedene Zutatenlisten. Und da gibt es also ganz unterschiedliche Anteile von Wasser und Sojabohnen. Ja. Ich glaube, bei Ihnen war sehr viel Wasser und sehr wenig Sojabohnen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Nee, umgekehrt. Also bei uns ist sehr viel Sojabohnen, sehr viel Sojaeiweiß. Wir haben so einen 17% Eiweißanteil im Tofu. Das ist sehr, sehr fest. Ist auch der festeste auf dem Markt. Also wo man als Verbraucher drauf gucken muss, ist der Eiweißanteil im Tofu. Also der Anteil der Sojabohnen einfach vergessen, das macht jeder ein bisschen anders. Okay. Aber entscheidend ist der Eiweißanteil im Tofu. Der liegt bei uns bei 17% und dadurch ist er sehr fest und backt in der Pfanne auch nicht an. Okay. Das ist der große Vorteil, lässt sich sehr gut panieren, backt in der Pfanne nicht an und wenn man da Burger oder eine Bolognese draus macht, hat man da nicht viel Wasser. Ne? Ein Teil des Tofus ist für den Verkauf bestimmt. In Weichfolie verpackt wird er pasteurisiert, so ist er länger haltbar. Der andere Teil wandert weiter in die Herstellung von Fertigprodukten, wie zum Beispiel Bolognese. Ja, Herr Drusin, vielen Dank. Es war echt sehr interessant hier und ich weiß jetzt mal, was dahinter steckt. Ja? Okay. Danke, alles Gute. Tschüss. Freitag. Es war sehr interessant, mir die Produktion anzuschauen und ich bin beruhigt, dass man im Biobereich kein gentechnisch verändertes Soja einsetzt. Soweit so gut. Aber kann man mit dem geschmacklosen Tofu überhaupt leckeres Essen zubereiten? Ich selber koche so gut wie gar nicht mit Tofu, habe also auch dementsprechend nicht so viel Ahnung von der Verarbeitung und bekomme deshalb Unterstützung von einem Koch, der nur vegan kocht. Und ich hoffe, der kann mich mal überzeugen, dass man da auch leckere Sachen rausmachen kann. Attila Hildmann ist der Star der modernen veganen Küche. Das heißt, er verzichtet beim Kochen ganz auf tierische Zutaten. Früher Gemüsemuffel, heute Fitnessmodel und Ironman-Teilnehmer. Ganze 35 Kilo hat Attila Hildmann durch vegane Ernährung und Sport abgenommen. In seiner Küche setzt er auf natürliche Zutaten. Genau der Richtige also, um sich gemeinsam mit dem Vorkoster durch den Dschungel der vegetarischen Fertigprodukte zu kämpfen. Wie ist das so, wie stehst du so als Sternekoch dazu? Also zu Convenience-Produkten grundsätzlich schon mal gehen natürlich bei mir gar nicht. Ne? Ja. Und und dann kommt es halt noch dazu, dass ja irgendwie Fleisch imitiert wird. Wenn ich hier so Weißwürstchen sehe, ne, da frage ich mich jetzt, wenn ich überzeugter Vegetarier oder Veganer bin, warum muss ich dann Weißwürstchen imitierte kaufen? Also ich glaube, da gibt es natürlich verschiedene Herangehensweisen. Ne? Also der ethische Vegetarier möchte halt einfach keine Tiere essen, aber nicht auf diesen Geschmack verzichten. Aha. Dafür sind dann diese Fleischersatzprodukte, glaube ich, da. Ja. Dafür haben sie auch die Berechtigung. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die aus gesundheitlichen Gründen auf zum Beispiel tierische Fette und Cholesterin achten. Und wenn du dann wirklich auch Produkte hast, die wenig Zutaten haben, also überschaubare, dann glaube ich auch, dass sie gesünder sind. Aber es gibt natürlich auch so andere Grundprodukte, wie zum Beispiel dieses Soja. Ne? Ja.
Das ist jetzt einfach nur aus der Sojabohne gewonnen. Mhm. Ich finde das ganz gut. Das kannst du nämlich sehr gut für Chili oder Bolognese benutzen. Aha. Und der Vorteil ist in dem Fall, hat alle 8 essentiellen Aminosäuren. Ja. Und eine fleischähnliche Konsistenz. Ja. Mhm. Dann haben wir hier Lupine noch. Lupine ist ja eine Pflanze, ne? Die richtig. Ja, auch sehr eiweißreich ist. Ja. Ne? Ja. Und soll ja mal irgendwann angeblich, habe ich mal gehört, die umstrittene Sojabohne ablösen. Ja? Stimmt, weil es regional auch angebaut wird. Also ich finde das gut. Überwiegend finde ich, dass man, wenn man Fleischersatzprodukte kauft, auf jeden Fall auf Bio achten sollte. Mhm. Und da kommen natürlich die Sojabohnen auch aus Europa. Ja. Aber Lupine ist auch wirklich regional. Also Lupine wird hier angebaut und hat einen sehr guten Biss. Gut, ich würde sagen, ich hole mal eben Brett, Messer, einen Dosenöffner noch. Ja, dann können wir sofort probieren. Fangen wir mal an. Für die beiden Köche ist das vegetarische Fastfood keine kulinarische Herausforderung. Es wird einfach in Pfanne, Topf oder Mikrowelle erwärmt und ist dann verzehrfertig. Riecht nicht schlecht, ne? Sieht nicht so appetitlich aus, aber gut. Während die Gerichte köcheln, wagen sich die beiden an eine Veggie-Snackwurst. Ja, bin ich mal gespannt, was du dazu meinst, ja, okay. Als Sternekoch. Hauptbestandteile der Biowurst sind Soja und Weizeneiweiß. Die Geschmacksrichtung Salami. Also tut mir leid, die Wurst geht gar nicht, weil die schmeckt wie so eine fertige Brühe so. So, weißt du, so. Mm. Gut, dann probieren wir mal Gyros. Ja, probier du mal zuerst. Also, Gyros aus Lupine jetzt. Aus Lupine. Lass mal riechen. Da ist schon Gyros-Gewürz dran. Lupinen kennen die meisten als Zierpflanze. Als Hülsenfrucht ist sie aber auch ein guter Eiweißlieferant. Mm. Der Biss ist erstmal okay, aber das ist mir bei allen Produkten aufgefallen. Irgendwann wird es dann krümelig im Mund. Die fleischlose Bio-Bolognese aus dem Discounter besteht aus Soja und Weizeneiweiß. Die Mischung sorgt für die fleischähnliche Konsistenz. Also man merkt schon, ist was drin. Ja. Hat jetzt nicht den Fleischgeschmack. Also, aber eigentlich eine schöne Konsistenz von dem Tofu bzw. von der Weizenstärke. Gut, dann haben wir hier noch die Münchner Weißwürstchen. Diese Weißwürste hat der Vorkoster im Biomarkt entdeckt. Hauptbestandteil ist Weizeneiweiß. So, also ich schneide dir mal ein Stück auf. Haben wir groben Senf? Süßen Senf. Mhm. Boah. Also das ist schon sehr zäh, finde ich. Das ist also gummiartig, ne? Gummiartig. Schmeckt auch so leicht industriell wieder. Ja, boah. Ja, tut mir leid, sowas brauche ich wirklich nicht. Ja, wollen wir uns das Highlight geben, die Scampis? Okay. Okay, machen wir. Pfanne ist ja noch heiß. Neben Fleischimitat gibt es auch Produkte, die Fisch nachahmen. Diese Scampis stammen aus einem veganen Fachgeschäft. Sie bestehen in erster Linie aus Yamswurzel und Stärke. Okay. Das ist ja unglaublich. Das sind ja. Also ich habe schon ein flaues Gefühl gerade. Ah, mal Luft holen. Hier. Ist ja ekelhaft. Mhm. Bah. Also wenn Autoreifen irgendwie schmecken, dann glaube ich definitiv besser als sowas hier. Ich glaube, wir haben vergessen, die zu würzen, das wird's sein. Geht gar nicht. Nee, okay, also Garnelen brauchen wir nicht. Attila, vielleicht probieren wir jetzt den Seitan nochmal pur. Ja. Weil ich muss dir echt sagen, also die ganzen Fertigprodukte hier ohne Fleisch, die können mit den Fertigprodukten mit Fleisch für mich nicht konkurrieren. Aber vielleicht überzeugt das selbstgemachte Fleischersatzgericht von Attila Hildmann den Sternekoch. Aus Seitan kann man gut Döner oder Gyros machen. Denn die Konsistenz des Weizenprodukts ist Fleisch am ähnlichsten. So, Seitan wird jetzt nur kross angebraten und muss das noch gewürzt werden oder ist er schon? Ja, ich würze das auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, so eine Sache. Gerade wenn du mit diesen Grundprodukten kochst, die jetzt nicht gewürzt sind, musst du schon so ein bisschen Pfiff haben. Ich meine, dass die Grundsubstanz echt ein bisschen schwierig ist vom Geschmack. Davon kannst du dich ja mal überzeugen. Das ist jetzt ungebraten. Seitan besteht aus reinem Weizeneiweiß oder auch Gluten und ist im Asia- oder Bioladen erhältlich. 100 Gramm enthalten immerhin 28 Gramm Eiweiß. Gesund also, aber auch lecker? Wie Gummi. Bisschen gummiartig. Ja.
Und die Würzung ist jetzt auch nicht ideal. Gummi und Sojasauce. Damit aus Gummi Gyros wird, gibt Attila Hildmann Agavendicksaft aus dem Bioladen, Paprikapulver und Curry dazu. Ja, und dann musst du dir jetzt davor vorstellen, da kommt jetzt noch irgendwie ein schönes Flanbrot, eine Sojajoghurt, Tzatziki-Soße, knackiges Gemüse. Sojajoghurt, genau. Ja. Gut, dann probieren wir mal. Probieren wir mal. Also Dönerfleisch. Also kross finde ich es gar nicht so schlecht jetzt. Ja. So, kross und warm. Vorhin so roh und kalt. Wenn du es so essen würdest, diese Grundsubstanz, würdest du nicht schmecken. Aber ich denke, wenn so ein bisschen Beiwerk dabei ist, wie eine gute Soße, kann man es schon auch so ein bisschen kaschieren. Ne? Ich finde das immer so lustig, dass du sagst, überdecken, kaschieren. Ja. Das heißt ja eigentlich, dass die Produkte nicht lecker sind. Gerade als Gourmet, da ist es echt schwierig auch. Ja, da mache ich dir auch gar nichts vor. Ich will dir auch gar nichts verkaufen. Also ich glaube, eine vegetarische Küche lebt von einer kreativen Gemüseküche mit tollen Getreideprodukten wie Quinoa, Hafer, Vollkorn, tollem knackigen Gemüse. Zum Beweis will Attila Hildmann ein veganes Gericht zubereiten. Ganz ohne Convenience-Produkte und mit vielen frischen Zutaten. Attila, jetzt kommt deine kreative vegane Küche. Was machen wir da heute? Ich habe mir überlegt, wir machen Räuchertofu mit einer Macadamia-Cornflakes-Kruste. Dazu gibt es Seitling-Mandelrahmen, Kartoffelrösti und Vanillemöhren. Räuchertofu ist hier. Da bin ich ja mal gespannt. Hier. Attila, wie lagert man Tofu am besten? Wenn du Tofu frisch kaufst im Bioladen, kannst du das mehrere Tage auf jeden Fall im Kühlschrank lagern, weil es ist eingeschweißt. Wenn du es im Asialand kaufst, ist es meist in einem Wassertopf. Ja. Wenn du es dann angebraucht hast, ist es ganz wichtig, dass du es wirklich auch in der Wasserschale im Kühlschrank aufbewahrst, weil sonst ist es nach einem Tag hinüber. Ne? Also einfach immer in Wasser einlegen und dann kühl stellen. Bei dem Räuchertofu gar nicht. Bei dem Räuchertofu, das kannst du einfach in so einen Kühlschrank tun, ohne Wasserbad, weil es eben genauso wie beim geräucherten Fisch dadurch natürlich konserviert wird, dass es jetzt hier geräuchert ist. Mhm. Gut, dann fangen wir schon mal an. Wir können das Tofu mal in Scheiben schneiden. Mhm. Ich würde so sagen, einen halben Zentimeter. Also so. Ja. Attila, der Tofu hier ist jetzt sehr fest. Ja. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Gerade wenn du bei herzhaften Gerichten bist, ist es immer wichtig, dass du wirklich einen hast, der richtig schön fest ist. Man sieht das ja hier. Ja. Weil bei den Weichen die meisten Leute immer sagen, oh, der ist mir zu wabbelig und sowas. Ach, okay, ja. Gut. Aber den weichen Tofu kannst du natürlich auch für Desserts benutzen. Mhm. Ja, den kannst du zum Beispiel in einem Mixer pürieren mit Zitronenschale, Zitronensaft und hast einen ganz tollen Zitronenquark. Und das geht dann mit so einem festen Tofu natürlich nicht. Damit der Tofu später eine knackige Kruste bekommt, mischt Attila Hildmann Cornflakes und gehackte Macadamia-Nüsse. Als Panade verwendet der Vegan-Koch statt Ei einen Mehlteig, den er mit Salz und Pfeffer würzt. Den Tofu dann etwa 5 Minuten in der Pfanne goldbraun braten. Attila, wie geht's weiter jetzt? Wir machen jetzt einen Kräuterseitlingrahmen. Mhm. Hier sind die Kräuterseitlinge. Ja, das ist ja ein schöner fester Pilz. Ne? Sehr hochwertig. So, jetzt Rahmen hört sich nicht wirklich vegan an. Was machst du da? Wir nehmen als Grundlage weißes Mandelmus. Das ist also ein Naturprodukt. Und also Milch aus Mandeln oder was ist das? Es sind weiße Mandeln, die gemahlen werden. Aha. Die sehen dann so aus. Ja. Warum ist das jetzt flüssiger hier? Ich habe das hier in dem Fall mit Wasser vermengt und dadurch bekommen wir diese Sahnekonsistenz. Okay. Das Tolle ist wirklich, das ist ein Naturprodukt, da ist ganz viel Kalzium drin und es ist quasi eine Küche fernab von Sojasamen. Mhm. Weil ich finde, man sollte schon, wenn man Vegetarier ist, ein bisschen darauf achten, dass man nicht jeden Tag in irgendeiner Form Soja zu sich nimmt. Und eine Mandelsahne ist einfach top. Macht das Gericht wirklich schön cremig. Für den Kräuterseitlingrahmen werden die Pilze gewürfelt und mit Zwiebeln angebraten. Erst zum Schluss kommen gehackte Petersilie und der Mandelrahm dazu. Zusammen kocht alles noch ein paar Minuten ein. Attila, jetzt verrat mir noch mal Tofu. Ja. Wie wird der jetzt richtig vorbereitet? Weil so schmeckt der noch nicht. Also wenn du zum Beispiel eine gute Bolognese machen möchtest, dann zerdrückst du den mit einer Gabel und brätst ihn in viel Olivenöl richtig an. Dann verändert sich die Konsistenz. Dann gibt es Menschen, die sagen, man muss ihn vorher marinieren. Mhm. Bin ich kein Fan von. Warum? Kostet Zeit. Und das Gute ist, wenn du den Tofu, den normalen Tofu anbrätst und dann später mit ablöscht mit Sojasauce oder mit Agavendicksaft, dann zieht er das sowieso rein. Okay. Ja? Also Tofu braucht man nicht marinieren, das kann man in der Pfanne machen und einfach gut anbraten.
Die geriebenen Kartoffeln werden mit einem halben Esslöffel Kartoffelmehl statt Ei verrührt. So sind die Rösti ohne tierische Zutaten und cholesterinfrei. Wer mag, kann noch etwas Muskatnuss dazugeben. Die Möhren bekommen beim Braten durch etwas frische Vanillepfiff. Und schon ist der Tofu in Macadamia-Cornflakes-Kruste mit Vanillemöhren an Kräuterseitlingrahm fertig. Abgerundet wird das Gericht mit einem Häubchen Preiselbeermarmelade. Und jetzt ist Attila gespannt auf das Urteil vom Sternekoch. Das schmeckt ja wie Speck. Das Tofu. Ja, ne? Richtig gut. Richtig gut? Die Vanille der Möhren auch, ne? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mich echt immer schwer getan, hier alle fleischlosen Sachen zu probieren. Ja. Aber da könnte ich jetzt auch noch einen zweiten Teller von essen. Dankeschön. Vegan gestärkt geht es weiter nach Freiburg. Hier produziert die Firma Typhoon den Naturtofu aus dem Biomarkt, aber auch viele Tofu-Fertigprodukte. Schönen guten Tag, Björn Falter vom WDR. Ich habe einen Termin hier mit Herrn Haug. Stefan Haug gehört zur Geschäftsleitung von Typhoon. Ja, schön, dass es geklappt hat, dass ich mir die Produktion mal anschauen darf. Ja, sehr schön. Herzlich willkommen. Okay. Sollen wir gleich mal loslegen? Gerne. Typhoon ist Europas größter Bio-Tofu-Hersteller. Bis zu 4000 Tonnen Tofu werden hier jährlich produziert. Hinzu kommen Tofu-Fertigprodukte. Für den regionalen Sojaanbau hat die Firma eine eigene Forschungsabteilung. Wo kommen jetzt die Sojabohnen her, die da drin sind? Die kommen aus Deutschland. Wir haben ein Anbauprojekt am Oberrhein, entlang des Oberrheins, sagen wir mal so zwischen Basler Knie und Speyer, ne, der Südpfalz. Da wachsen Bohnen für uns, aber auch auf französischer Seite im Elsass. Und da bekommen wir mindestens die Hälfte unserer Bohnen her. Ach, die Hälfte, okay. Mindestens die Hälfte. Wo kommen die andere Hälfte her? Ein weiteres Viertel kommt aus dem nahen Ausland, Frankreich und Österreich. Und nur etwa ein Viertel bekommen wir aus Übersee. Wie stellen Sie denn fest, dass die Bohnen nicht genmanipuliert sind? Wir kaufen unser Saatgut ein, geben das an die Landwirte weiter, sofern wir festgestellt haben, es ist gentechnikfrei. Und dann wird angebaut, die Ernte wird eingebracht. Auch hier gibt es wieder eine Kontrolle. Und nur wenn wir feststellen, es ist alles in Ordnung, wird die Bohne in der Hauptmühle eingelagert, von wo sie zu uns geliefert wird. Typhoon verarbeitet etwa 2000 Tonnen Sojabohnen jährlich. Als Biobetrieb beziehen sie die Bohnen von Biolandwirten. Typhoon engagiert sich sehr für einen regionalen Anbau, um vom weltweiten Handel unabhängig zu sein. Naturtofu ist in dieser Produktion die Grundlage für alle Fertigprodukte oder Fleischimitate, wie Räuchertofu, Tofu-Würstchen, vegetarischen Aufschnitt und etliche Bratlinge. Warum ist der jetzt unterschiedlich fest auf der Tofu? Eigentlich ist ja das Gleiche drin, oder? Ja, das ist nur eine Frage von, wie viel Gerinnungsmittel nehme ich, wie viel Zeit lasse ich dem Rohtofu zu entstehen. Ja. Ja, und ist das Ausgangsprodukt die Milch, ist die dicker oder dünner? Ja. Es gibt viele Einflussfaktoren. Okay. Wie viel Prozent Bohnen haben Sie in Ihrem Tofu? Das sind etwa 25%. Ja? Das ist jetzt aber nicht viel, ne? Oder ist das viel? Doch, das ist ziemlich viel. Also ein Tofu hat beispielsweise etwa 14% Eiweiß, 7% Fett und 2-3% Kohlenhydrate. Und ist damit sehr nährstoffreich und ideal für die Eiweißversorgung. Wie sich der Naturtofu zusammensetzt, hat der Vorkoster herausgefunden. Aber wie sieht es mit den Convenience-Produkten aus? Björn Freitag folgt einfach seiner guten Nase. So, hier riecht es jetzt anders. Jetzt kommen wir hier in die Küche, in die sogenannte Küche. Hier wird also Tofu weiterverarbeitet. Hier sehen wir jetzt gerade die Mandel-Sesam-Räuchertofu-Produktion. Das heißt, Tofu wird mit Sojasauce, Mandeln und Sesam vermengt, in Form gebracht und anschließend geräuchert. Das heißt also, es ist auch das Grundprodukt ist das gleiche, aber der Sojasauce, Sesam und Mandeln sind dabei. Genau. Verfeinert wird Tofu hier in allen Variationen. Das ist jetzt hier ein Räucherofen. Genau, hier werden unsere Produkte geräuchert,
zum Beispiel Räuchertofu oder eben auch unsere Tofu-Wiener. Okay. Das passiert alles hier drin. Und das wird wirklich mit Holz noch geräuchert oder wie wird das gemacht? Ja, da ist ein Buchenholz drin. Ich kann Ihnen das gerne mal vorführen. Ja, gerne. Ach, hier ist also wirklich eine Holzbalken. Genau, das ist ein Buchenholzscheit und der wird auf diesem Reiberad, das jetzt gerade steht, das dreht sich ganz schnell, wird das abgerieben und der Rauch wird dann über einen Filter in das Innere geleitet und dort ist das Produkt und das wird geräuchert. Bei der Herstellung von Convenience-Produkten kommen die gleichen Maschinen wie in der Fleischproduktion zum Einsatz. Einziger Unterschied, die Ausgangsmasse ist Naturtofu. Hier entstehen Tofu-Würstchen, die durch eine Gewürzmischung Öl und Sojasauce Geschmack bekommen. Jetzt habe ich gesehen, also gerade im Convenience-Bereich, auch bei fleischlosen Sachen, gibt es ellenlange Zutatenlisten. Gibt es da auch Hefeextrakte und Geschmacksverstärker und sowas alles? Nee, also Geschmacksverstärker haben in Bio-Lebensmitteln schon mal gar nichts zu suchen. Hefeextrakte werden teilweise eingesetzt, aber vorzugsweise verwendet man möglichst natürliche Zutaten wie Kräuter, Gewürze, Öle, Getreidemehle und dergleichen. Hier sorgt zum Beispiel ein Haferschrot für die nötige Bindung. Das Zumischen von Getreidemehlen oder Schrot gibt den Produkten ihren fleischähnlichen Biss. Würzmittel und Verarbeitungsschritte wie das Räuchern geben den Geschmack. Die Würstchen sind übrigens statt in einen Schweine in einen Zellulosedarm gehüllt. Ja, Hauk, das war auf jeden Fall sehr interessant und ich bin immer wieder überrascht, wie viel man aus so einer kleinen Sojabohne alles machen kann. Ja. Vielen Dank, dass Sie mir mal schön, dass Sie bei uns waren. Okay, alles klar. Auch in diesem Betrieb konnte der Vorkoster den Tofu problemlos bis zur Sojabohne zurückverfolgen. Dieser Biobetrieb, die beziehen ihre Bohnen überwiegend aus Deutschland oder Europa, sagen sie zumindest. Aber es werden auch viele Bohnen grundsätzlich aus den USA oder Asien importiert. Und dort ist es erlaubt, Bohnen gentechnisch zu manipulieren. Aber wie kann ich jetzt sicher gehen, dass ich keine gentechnisch manipulierten Produkte auf den Teller bekomme? Das will ich jetzt herausfinden und deshalb habe ich meinen Termin im Labor. Es geht nach Krefeld, ins Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper. Für Kreisordnungsbehörden und Verbraucherschutz werden hier Lebensmittel, aber auch Tierfutter, Kosmetik oder Kleidung untersucht. Björn Freitag trifft Hella Monse. Sie testet Lebensmittel auf gentechnisch veränderte Bestandteile. Ich war jetzt bei zwei Herstellern, die unter anderem auch Tofu herstellen. Und da macht man sich ja immer so ein bisschen Sorgen, so was ist mit den Sojabohnen? Können die gentechnisch verändert sein? Ja. Kann das sein? Also grundsätzlich haben die Ergebnisse der letzten Jahre ja gezeigt, dass bei Soja und Sojaprodukten sehr wenig auffällige Proben sind. Also im Prinzip liegen die meisten untersuchten Proben ja mit einem Anteil von gentechnisch veränderten Pflanzen bei weniger als 0,1%. Das heißt aber, es gibt Fälle oder es ist was da, oder? 0,9% ist der vom Gesetzgeber vorgegebene Schwellenwert für zugelassene gentechnisch veränderte Organismen. Das heißt, wenn der Wert unter diesen 0,9% liegt und es handelt sich um einen zugelassenen gentechnisch veränderten Organismus, dann muss der Hersteller nachweisen, dass es sich um eine zufällige oder technisch unvermeidbare Kontamination handelt. Soja wird gentechnisch verändert, damit es gegen spezielle Pflanzenschutzmittel resistent wird. In EU-Ländern ist der Anbau genmanipulierter Pflanzen aber bisher nicht erlaubt. Seit April 2004 müssen bei uns alle gentechnisch veränderten Produkte gekennzeichnet sein. Als Tierfutter wird Gensoja übrigens oft eingesetzt. Ich war halt speziell in zwei Biobetrieben und die haben so den Eindruck vermittelt, bei uns ist nichts gentechnisch manipuliert, weil unsere Sojabohnen sind bio. Stimmt das denn so? Haben die recht? Also wenn Sie ganz sicher gehen wollen, dass Sie eben keine gentechnisch veränderten Produkte haben, dann müssen Sie Ihre Sachen selber anbauen. Ansonsten kann man natürlich auch auf die Kennzeichnung achten. Es gibt in Deutschland, es gibt in Europa ein Ohne-Gentechnik-Label, wo dann auch wirklich jegliche Spuren von gentechnisch veränderten Organismen verboten sind. Ja, Frau Manse, vielen Dank. Hat mir sehr weitergeholfen. Wiedersehen. Ich bringe Sie eben noch zur Tür. Okay. Entwarnung also. Tofu ist ein gut kontrolliertes Lebensmittel. Sicherheit garantiert außerdem das Ohne-Gentechnik-Label. Mich hat überrascht, wie viele unterschiedliche vegetarische Alternativen es gibt. Und wenn es mal ganz schnell gehen muss, gibt es auch etliche Fertigprodukte. Aber die haben mich nicht so überzeugt. Selbst zubereitet kann Tofu und Co. richtig lecker sein. Und gesund ist es auch noch, wie ich erfahren habe. Also mein Tipp an Sie, probieren Sie es einfach mal aus. Es muss ja nicht jeden Tag Fleisch sein.
Fleisch schmeckt immer gut. Schmeckt auf jeden Fall gut. Ja? Hm? Ist das echte Fleischwurst? Ich glaube, nein. Warum? Vom Geschmack her. Wenn ich Ihnen jetzt sage, das ist gar keine Fleischwurst, da ist überhaupt kein Fleisch drin, was sagen Sie dann? Das heißt, Sie haben jetzt kaum Unterschied geschmeckt? Kaum. Echt? Schmecken Sie einen Unterschied zu Mortadella? Eigentlich kaum. Vielleicht ein bisschen weniger Fett. Ich habe mir das gedacht, fleischlos. Ich habe mir das wirklich gedacht, wo es ein bisschen schon so aussieht. Jetzt probiere ich aber auch mal. Okay. Jetzt wird's spannend, ne? Für Sie auch nochmal? Nee? Das schmeckt aber wirklich direkt wie Fleischwurst. Ja? Mhm. Wonach schmeckt das denn? Na, Fleischwurst. Aha. Und wenn ich Ihnen sage, das ist gar keine Fleischwurst, das hat noch nie ein Stück Fleisch gesehen, was sagen Sie dann? Fleisch oder nicht Fleisch? Das ist hier die Frage. Fleisch schmeckt immer gut. Ist das echte Fleischwurst? Wenn ich Ihnen jetzt sage, da ist überhaupt kein Fleisch drin, was sagen Sie dann? Fleischliebhaber Björn Freitag wagt sich in die Welt der Fleischersatzprodukte. Gut, ich glaube, das ist was für ein Vorkoster. Tofu auf dem Prüfstand. Wie schmeckt's dem Sternekoch? Der auch schmeckt nach nichts. Fleischersatz aus deutschen Landen. Der Vorkoster entdeckt Erstaunliches. Das ist ja echt unglaublich. Das ist ja genau wie in der Käseproduktion. Und Vegan-Koch Attila Hildmann überzeugt den Sternekoch. Da könnte ich jetzt auch noch einen zweiten Teller von essen. Björn Freitag ist der Vorkoster. Er ist Restaurantbesitzer, Küchenchef, Kochbuchautor und verantwortlich für das Essen der Kicker von Schalke 04. Seit 2001 ist Björn Freitag Sternekoch. Gutes Essen ist seine Passion. Ein gutes Stück Fleisch. Für die meisten Menschen der Mittelpunkt einer leckeren Mahlzeit. Das gilt eigentlich auch für Björn Freitag. Weißwürstchen, Schnitzel, Bolognese, das sieht doch alles lecker aus, oder? Aber alles, was Sie hier sehen, ist gar kein echtes Fleisch. In diesem vegetarischen Restaurant, da steppt mittags wirklich der Bär. Denn sich fleischlos zu ernähren, liegt im Trend. Etwa die Hälfte der Deutschen verzichtet an 3 oder mehr Tagen in der Woche auf Fleisch. Und Hersteller von Fleischersatzprodukten verzeichnen Umsatzsteigerungen von bis zu 40%. Immer mehr Menschen wollen hin und wieder mal auf Fleisch verzichten. Und für die ist es trotzdem okay? Dann würde ich sagen, gute Gaumenfrasche. Ist schon wirklich erstaunlich. Vielen hat es gut geschmeckt. Und die meisten haben überhaupt keinen Unterschied zur normalen Wurst gemerkt. Im Geschmack hat die vegetarische Wurst schon mal gut abgeschnitten. Aber woraus bestehen vegetarische Lebensmittel und wo kann man sie kaufen? Björn Freitag macht sich in einem Bonner Supermarkt auf die Suche. Ist eigentlich ein kleiner Supermarkt hier, aber dafür haben die schon eine riesen Tofu-Auswahl. Ich sehe sogar hier, das finde ich ja witzig, Tofu-Frikadellen. Ohne Fleisch. Frikadellen, Schnitzel, Bio-Tofu, gehacktes, auch witzig für eine Bolognese. Im Supermarktregal sind fleischlose Alternativen längst angekommen. Es gibt sowohl Bio- als auch konventionelle Produkte. Von Tofu bis Fastfood ist hier alles zu kriegen. Gibt es eine riesige Palette an fleischlosen Alternativen. Aber was davon schmeckt wirklich gut? Und wie gesund sind Tofu und Co. wirklich? Das will ich heute herausfinden. Ich selber muss ja sagen, ich esse gerne Fleisch und stehe Tofu und Co. eher skeptisch gegenüber. Also diese Recherche jetzt wird ein richtiges Abenteuer für mich. Bevor er sich ins Abenteuer stürzt, will Björn Freitag herausfinden, was der Verbraucher von Tofu-Wurst und Co. hält. In der Dorstener Fußgängerzone bietet er vegetarische Mortadella, Fleischwurst und Leberkäse an. Dass es sich um falsche Wurst handelt, verrät er aber nicht. Ja, Björn Freitag von WDR, haben Sie Lust, mal ein Stückchen zu probieren? Gerne. Ja? Genau. Müssen Sie mir auch sagen, wie schmeckt. Gut, ja. Wie schmeckt das? Angenehm. Ja. Vom Gewürz her nicht zu sehr. Aha. Insofern sehr gut.